acordeón. En el ritmo que te falta flow. En la vida por ser un mamón. En la calle porque eres un loculito. Pero tú no le adoras a un ¿qué pasó? No que muy felón, no que muy matón. Crazy. Wie ihr seht, sind wir heute wieder unterwegs mit den Jungs mit dem Motocross. Die Jungs hier, die trainieren Sprünge, die kommen gerade von einem Championship und jetzt haben sie noch ein bisschen Zeit und trainieren und wir gucken zu. Abgeladen sind sie und ihr seht, die sind verdammt dreckig und das Ganze ist noch aus Monterrey. Un saludito. Puro electric show. Puro electric show. Hasta Alemania. Alemania, Deutschland. Regards from Deutschland. From Mexico. Puro electric show. Au. Gehen jetzt mal. Ihr habt den kleinen Jungen gerade gesehen, der springt gleich über diese Rampe. Die werden wir jetzt mal versuchen hochzulaufen, also ich werde nicht weit kommen. Hinter mir. Ja. Und. Bin mal gespannt. Hier geht's runter. How old is your guy? 11 years old. Riding. Since when he is doing this? What? Since when he's doing this? Yes. Motocross. Since six years. 6 years. I started. Oh, when he was six? No, when half six. Yeah. Now 5 years riding motorcycle. Woo! Seit er 6 Jahre alt ist Motocross. Das heißt, er fährt tatsächlich schon länger Motorrad als ich Auto. Und nicht schlecht für 11 Jahre.
haben jetzt die Rampe noch mal guten Meter zurückgeschoben, wie ihr hier sehen könnt. Da irgendwo, ich sehe es selber nicht, irgendwo da. Da. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir da jetzt noch für kranke Sachen abreißen. Also, was Florian gerade gesagt hat, wir haben sie zurückgeschoben. Die stand vorher hier, jetzt steht sie da. Noch mal ein verdammter Meter mehr. Hasta Alemania. Ja, ja, échale. Puro electric show. Échale, échale, échale. Que se ve añero eso con estilo, parcero. No, ya le agarraste el control. Mira, para un lado y para el otro, mira. A huevo. Yeah. Saludos hasta Alemania, Demi. Saludos hasta Alemania. No, ya la balanceé súper bien, ¿eh? Vamos a andar por todos lados de caballitos. Bueno, amigo. Chingón. Espérate, solo un poco más rápido. A ver, primera, pap, pap, pap. Vas a caer igual, güey. No es mucho más duro. Es un poco más. Solamente. Es un metro. Es un fácil lo que lo agrandamos. Corta, no. No, no, es correcto, no. Jetzt mal mit ein bisschen Dampf da hoch. Ja Leute, Eloan hat mich fahren lassen. Er wusste nicht, was er tut. Ich auch nicht. Und, wie war's? Alter, geil, ich wusste ja nicht, dass ich das so ein bisschen, ganz bisschen kann. Naja, du bist auch nur gefahren, welche Sprünge da ganz weit. Ja, doch, einmal habe ich kurz die Luft verlassen, den Boden verlassen. Ja. Ha! Erste Mal seit, keine Ahnung, seit weiß ich wie viele Jahren mal wieder auf dem Zweirad gesessen, was einen Motor hat. Geil, absolut geil. Aber da komme ich noch lange nicht ran. Nicht in 1000 Jahren. Ich bin gerade nur am ersten Gang gefahren, falls ihr das mitgekriegt habt. Und den zweiten Gang habe ich eingeschaltet, wo die lange gerade war. Und kurz bevor es nach oben ging, habe ich dann wieder auf dem ersten Gang runtergebremst. Einfach zur Sicherheit. Nicht, dass Frauchen böse ist auf mich, wenn ich mich verletze. So, und jetzt haben wir hier, die haben nochmal verlängert. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man es richtig macht. Selbst das hätte Vater nicht geschafft. Nee. Wahrscheinlich nicht. Aber man muss auch fairerweise sagen, der Typ da ist ein Profi, der ist Lehrer. Genau. Jetzt schauen wir mal. One more. Also, ganz zum Anfang war es dicht dran, dann ein Meter mehr und jetzt sind zwei Meter mehr. Also man sieht doch, glaube ich, schon, wenn wir kurz hinschwenken, man sieht doch den Abstand, dass er ziemlich groß ist. Alter, und er ist genauso weit gesprungen wie mit dem kleinen Anschluss. Nee, weiter noch, weiter noch. Weiter? Alter. Ja. Und Eloan springt auch nicht mehr. Oh,
Also Leute, das ist echt geisteskrank. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der Abstand ist schon enorm. Also von Absprung bis Landung sind das bestimmt 6-7 Meter, wenn nicht sogar noch mehr. Und er macht das hier einfach ohne mit der Wimper zu zucken. Nachbesprechung. Checa la reacción de la adrenalina, lo que hace. Ahí quédate primero, yo te agarro. Take the video, take the video. Ahí quédate primero, güey. Relájate primero. ¿Qué tal la adrenalina, papá? Chido. Ya se apagó mi compadre. Pero si ves, güey, la reacción de la adrenalina, bro, de las monterapias, güey. De lo que hace. No mames, cómo reacciona bien chingón. Mira, saludos. ¡Chuyito! From Por Mexico, Electric show from Mexico to Germany. Yeah. La última vuelta y ya. ¿Y eso otra? Chingada. ¿Te acomodo más para acá? Ya, yeah, sí. ¿Sí? Check the leg, check the leg. Es de adrenaline, check the leg. Ay, tranquilo, loco. Bueno. Allá que traen tu silla y ese pedo, tranquilo. ¿Qué tal? So Leute, ich verabschiede mich schon mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und kommentiert. Und ich glaube, der alte Mann ist ein bisschen verrückt geworden. My first Wheelie, mein erster Wheelie. Okay, das war's mit dem Video und wir sehen uns demnächst. So, jetzt laden wir die Dinger wieder auf und dann geht's nach Hause.